Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blende 8, dem Videopodcast von Galileo Press. Mein Name ist Lars Ihring, ich bin Fotograf und Fototrainer in der Fotoschule in Leipzig und wir wollen heute ein kleines Video drehen, bei dem es darum geht, wie man bei People-Fotografie Perspektive bewusst einsetzen kann, um eine bestimmte Bildwirkung zu erzielen, um eine bestimmte Bildwirkung zu verstärken. Ja, und dazu werden wir uns mit unserem wunderbaren Model, was gleich dazu kommt, ein paar Fotoideen kommen lassen. Wir werden ein paar Fotos machen, werden die analysieren und uns so langsam den einzelnen Perspektiven nähern. Wir legen jetzt auch direkt los. Dazu haben wir ein wunderschönes Model hier, die Natalie. Und wir werden jetzt als erstes in der Normalperspektive fotografieren, das heißt aus Augenhöhe, so wie man im Alltagsleben auch durch die Welt läuft. Und einfach mal schauen, was für einen Bildeindruck wir haben und gucken, wie wir das dann abwandeln können und was sich daraus für unterschiedliche Bildwirkungen ergeben. Genau. Du bleibst jetzt schön hier stehen und wählst eine Pose, die halt wieder ein kleines bisschen offener ist. Den rechten Fuß ruhig ein kleines bisschen mehr in Richtung Kamera. Ja. Ja? Und dass du dann auch gern das Bein so ein bisschen auf, na gut, du hast schon auf Zehenspitzen, noch schwieriger wird es nicht. Genau. Und dass du halt versuchst, ein schönes S zu kriegen. Die rechte Hand kannst du ruhig so leicht mit auflegen. Genau. Genau. So. Ich versuche jetzt wirklich aus einer Höhe zu fotografieren, dass ich die Kamera weder nach oben noch nach unten kippen muss. Gehe dazu ein kleines bisschen tiefer, ja, dass ich wirklich parallel zum Erdboden fotografiere. Du drehst den Kopf schön in Richtung Softbox. Nein, in Richtung Softbox, jawohl. Genau. Achtung. Jawohl. Genau. Schau ruhig mal ein bisschen zu mir und nimm mal die linke Hand noch mit an den Körper ran. Den Ellbogen noch ein Stück raus, jawohl. Und den Kopf schon ein bisschen hoch. Genau. Und schön Spannung. Achtung. Ruhig ein bisschen den Mund noch weiter öffnen. Und wenn ich sage jetzt, dann schaust du in die Kamera direkt. Ja? Ja. Versuch für einen kurzen Moment die Augen zu öffnen. Und jetzt. Sehr schön. Wenn wir uns das soeben entstandene Foto gleich nochmal anschauen, dann sehen wir, dass es ein relativ normaler, unspektakulärer Look ist. Es gibt keine stürzenden Linien, es ist eigentlich sehr ruhig und ja, also wirklich relativ unspektakulär und eigentlich für den Zweck, den wir vorhaben, nicht wirklich geeignet, ja, weil sie schon in einer sehr geraden Pose dasteht, den Kopf ein bisschen erhoben und so leicht ja, arrogant oder so ein bisschen Selbstbewusstheit auch rüberkommt. Und so richtig wird das auf diesem Bild nicht klar, weil es einfach auf Augenhöhe und da müssen wir jetzt schauen, wie wir es ein bisschen verändern. Ich werde das jetzt probieren, indem ich einfach die Perspektive verändere. Ich gehe mit der Kamera vom Standpunkt her viel, viel tiefer, viel weiter nach unten. Und wir schauen uns dann gleich an, wie das im Foto wirkt und schauen, ob das vielleicht besser passt oder eher doch nicht. So, wir machen jetzt die gleiche Pose wie gerade eben auch. Kipp den Kopf bitte ein bisschen so noch ein Stück und weiter zu mir drehen. Noch ein Stück kippen und ein bisschen nach oben. Genau, dass du ruhig so ein bisschen erhaben und ein bisschen dominanter guckst. Dreh den rechten Fuß noch mit der Spitze noch ein Stück zu mir. Jawohl. Und richtig schön Spannung im Körper. Ich gehe jetzt ganz runter. Die Brennweite behalte ich bei. Und auf drei schaust du wieder zu mir. Eins, zwei, drei. Sehr gut. Das gleiche machen wir nochmal. Achtung. Eins, zwei, drei. Sehr schön, jetzt machen wir noch eine kleine Variation. Nimm die Haare mal auf die linke Schulter, dreh den Kopf nach rechts, genau, und auf Kommando schleuderst du sozusagen die Haare hinten rum und drehst den Kopf ganz schnell zu mir. Eins, zwei, und jetzt. So, einmal noch und dann haben wir es. Eins, zwei, und jetzt. Sehr schön. In dem Foto sehen wir jetzt deutlich, dass sie schon wesentlich dominanter, wesentlich erhabener wirkt, einfach durch diesen tiefen Kamerastandpunkt. Sie schaut leicht von oben herab auf den Betrachter. Ja, auch diese Blickrichtung des Models unterstützt natürlich psychologisch die Bildwirkung enorm, ja, weil eine dominante Person schaut im Bild halt dann durchaus ein bisschen herrisch von oben herab und damit kommt das dem Look natürlich wesentlich entgegen.
Wir werden jetzt den Effekt noch ein bisschen verstärken, indem wir einfach jetzt ein Weitwinkelobjektiv nehmen. Dadurch können wir viel näher ans Modell rangehen und können die perspektivische Veränderung da noch deutlicher sichtbar machen. Ich werde mich jetzt auf den Boden begeben und fotografiere sie wieder schön von unten, damit wir eine Verlängerung des Modells haben. Genau, du stellst dich wieder schön ins S. Genau, jawohl. Kopf noch ein bisschen drehen, jetzt ein bisschen kippen nach unten, dass du mich noch ein bisschen kippen nach rechts. Ja. Jawohl. Und das Kinn wieder ein Stück hoch. Nicht so weit, nicht so weit. Und das Kinn ein Stück nach vorn. Und du schaust zu mir. Ja, Kopf ein bisschen tiefer. Genau. So. Achtung. Nimm mal das linke Bein wieder noch ein kleines Stück weiter hinter. Ja, so ist gut. Und das noch ein kleines Stück zu mir. Das reicht schon. So. Jawohl. Und jetzt schön versuchen, ein S. Genau. Achtung. Kurzer Test. Jawohl. Und jetzt versuchen, wenn ich bei 3 bin, bleibt mit dem Kopf so. Ja, nee, wieder ein bisschen kippen. Ja, ruhig ein bisschen dominanter und ein bisschen herrischer zu gucken. Also Achtung. 1, 2, 3. Genau, und jetzt machen wir die Haare nochmal rüber und du machst das gleiche mit den Haaren wie vorhin auch. Bleib so, nicht bewegen. Und jetzt, 1, 2, 3. Jawohl, nochmal. 1, 2, 3. Jawohl, perfekt. So, hier sehen wir jetzt ganz perfekt an dem letzten Bild, wie extrem die Bildwirkung verändert wird. Durch den extrem tiefen Kamerastandpunkt in Verbindung mit einer extrem kurzen Brennweite wird das Bild wahnsinnig dynamisch. Ihre Beine werden extrem lang, Beine bis zum Po. Und ich glaube, mehr geht in dem Fall nicht. Man sieht also, mit einer kurzen Brennweite kann man durchaus wunderschöne Fotos machen aus einer extrem tiefen Froschperspektive und da sehr, sehr dynamische Porträts und People-Aufnahmen erstellen. So, jetzt haben wir uns die Froschperspektive angeschaut und widmen uns jetzt einfach mal der Perspektive aus der gegenüberliegenden Seite, also Vogelperspektive. Ich habe dazu wieder die 70 mm angebaut, die wir am Anfang benutzt haben, um einfach mal wirklich einen direkten Vergleich zu haben, wie das wirkt. Und ich gehe jetzt nach oben und schieße einfach mal ein Foto. So, genau. Du schaust mich jetzt wieder genauso mit dieser etwas herrischen, arroganten Pose an, ja? Genau, schließt, nimm mal bitte die Haare von der linken Schulter nach hinten. Genau, ja. Augen schön schließen und wenn ich sage jetzt, schaust du kurz in die Kamera und versuchst dabei möglichst böse zu gucken. Ja, als ob ich 4 Wochen lang den Müll nicht rausgeschafft habe. Ja, und du mich jetzt mit dem Blick strafen willst. Achtung. 1, 2 und jetzt. Super, einmal machen wir das noch. 1, 2 und los. Jawohl. Super. Wie wir jetzt hier im aktuellen Foto sehen, wirkt die Pose gar nicht mehr so dominant, gar nicht mehr so herrisch. Sie wirkt generell auch viel, viel kleiner. Ja, das kommt dadurch zustande, dass wir wirklich von oben fotografiert haben. Und auch wieder rein psychologisch gesehen, im Blick von unten nach oben ist eher so ein, ach, bitte hab mich lieb, bitte, bitte, Blick und weniger dieser herrische von oben herab Blick. Also psychologisch gesehen wirkt die Pose von oben herab gar nicht mehr. Und da müsste man dann rein vom Posing her bzw. vom Gesichtsausdruck einfach umswitchen und eher was Liebes, was Verträumtes fotografieren und weniger was Dominantes. Auch hier werden wir jetzt wieder den Effekt verstärken, indem wir mit einem Weitwinkel fotografieren. Dazu bin ich ein bisschen höher gestiegen mal wieder und fotografiere die Natalie jetzt mehr von oben, als das mit der längeren Brennweite möglich war. Und wir machen jetzt einfach das Foto nochmal. Du stellst dich wieder so ein kleines bisschen offener hin. Genau, den linken Fuß noch ein kleines Stückchen weiter nach hinten. Genau, ruhig das Becken jetzt zu mir vorschieben. Genau, die Haare auf der rechten Seite machst du auch mit hinter. Genau, Kopf wieder ein Stück nach rechts kippen. So ist perfekt. Genau, und jetzt kannst du ja nochmal versuchen, so richtig böse zu gucken. Auf Kommando, wenn ich sage jetzt. 1, 2 und jetzt. Super, das gleiche nochmal. 1, 2 und jetzt. Sehr schön. So, und wie wir jetzt schon extrem sehen, die Perspektive ist völlig überzeichnet. Die optischen Eigenschaften des Objektivs
Alle Objekte im Vordergrund werden extrem groß, schlagen hier voll durch. Sie hat einen riesengroßen Kopf, einen riesengroßen Oberkörper, dafür ein extrem schmales Becken und ganz, ganz kurze Beine. Also für dieses Motiv ist das Weitwinkel absolut ungeeignet. Es sei denn, man legt es darauf an, wirklich ein karikatives Foto zu machen. Ist aber in unserem Fall nicht so gewesen und deshalb passt das Weitwinkelobjektiv hier gar nicht. Ich werde jetzt mit dem 85 mm noch ein Vergleichsfoto schießen, um einfach nochmal deutlich zu machen, was für ein Unterschied da ist. Und das schauen wir uns auch gleich nochmal an. Damit sind wir auch schon am Ende der kleinen Folge für Blende 8 zum Thema Perspektive. Wir hoffen, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und ihr könnt demnächst bei euren eigenen Shootings die Perspektive aktiv mit in die Bildgestaltung einbeziehen. Für Fragen und Anregungen nutzt dazu einfach die Kommentare unterhalb des Videos. Und wer gern noch mehr wissen möchte zum Thema Posing, Bildgestaltung und ähnlichen Sachen, dem sei das Posing-Buch für Fotografen empfohlen. Überall im Handel erhältlich. Und damit wünsche ich euch viel Spaß. Immer gut Licht und bis demnächst.